We're gonna make it.
Herzlichen schönen guten Abend. Willkommen hier heute Abend bei unserem Gebet und Lehrabend. Wir will euch einfach ermutigen, Platz zu nehmen, dabei zu sein. Es ist schön, dass ihr hierher gekommen seid. Kommt mit Erwartung, seid voller Erwartung, seid gespannt, was uns heute erwartet. Und später werden wir noch das Wort hören, werden wir noch ins Gebet gehen, auch besonders das Wochenende hinlegen, wo wir intensiv über Befreiung gelehrt bekommen und auch dann ganz praktisch werden und dann für Menschen beten und dann für Menschen einfach für Befreiung kämpfen. Halleluja. Und um diesen Abend jetzt einfach zu starten, wollen wir zusammen gleich aufstehen, wollen wir ins Gebet gehen, wollen wir unsere Seelen vor den Herrn bringen, wollen wir unsere Gedanken vor den Herrn bringen. Wir wissen nicht, ich weiß nicht, wo du heute herkommst, was hast du heute gemacht, was war heute deine Gedanken, was war heute dein Tag. Ja. Und was das Wunderbare ist, Gott sagt, in meiner Gegenwart dürfen wir kommen, freimütig. Wir dürfen freimütig vor den Thron der Gnade treten. Aber um dort reinzukommen, wollen wir jetzt den Tag hinter uns lassen. Wollen wir die Streit, die Kämpfe, die Sorgen, die Nöte, die Ängste, die Freuden, alles, was wir erlebt haben heute, wollen wir jetzt hinter uns lassen. Das wollen wir als erstes auch tun. Ja, wir wollen jetzt eintreten ins Gebet, dass wir loslassen, uns losschütteln von allem, was war. Dass wir in Freimut in die Gegenwart Gottes hineintreten. Halleluja. Lass uns aufstehen. Kleinen Song singen. Das ist im Moment der einzige Song, den mein Sohn manchmal runterbringt. Den singen wir jetzt, um unsere Seelen runterzubringen. Halleluja. 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 Der Herr regiert. Halleluja. Halleluja, Halleluja. Der Allmächtige regiert, er hat seine Macht erwiesen, er hat mächtig triumphiert. Er ist Sieger über Finsternis und Tod. Er hat die Ketten zerbrochen, die Gefangenen befreit. Durch seine Gnade sind wir erlöst. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Der Mächtige regiert. Halleluja. Gib dem Herrn einen Applaus. Sag ihm, wie wunderbar er ist. Sag ihm, wie groß er ist. Sag ihm, wie mächtig er ist. Ruf zu ihm. Halleluja. Ruf zu ihm. Sag ihm, wie groß er ist. Makabarayashise, Vater, Herr. Wir danken dir für diesen Tag. Wir danken dir für alles, was du vollbracht hast, Vater. Dass du gesprochen hast, Vater. Dass du gewirkt hast, Vater. Herr, dass du uns bewahrt hast, Vater, Herr. Du bewahrst uns vor Sturm. Du bewahrst uns vor Blöße. Du bewahrst uns vor Hunger, Vater. Wir danken dir, dass wir hier zusammenkommen können, Vater. Dass du uns die Kraft, dass du uns das Geld, dass du uns die Möglichkeiten gegeben hast, Vater, hier heute herzukommen, Vater. Unsere Autos zu nehmen, Vater, um hier zu beten, Vater. Wir danken dir, mächtiger Gott. Wir erheben dich, mächtiger Vater, Herr. Herr, du hältst uns zusammen, Vater. Du gibst uns alles, was wir zum Leben brauchen, Vater, Herr. Wir danken dir, Vater. Wir durften heute essen. Wir danken dir, Vater. Wir durften heute trinken, Vater, Herr. Wir durften heute in einem warmen Bett schlafen, Vater. Wir erheben dich, Vater. Wir preisen dich, du mächtiger Gott. Wir danken dir. Wir loben dich. Wir preisen dich, Vater, Herr. Du bist ein guter Gott. Du bist ein Gott der Herrlichkeit. Du bist der König der Könige, der Alpha, das Omega, der Ewige, der Treue, der Barmherzige. Halleluja. Shaka, babababa. In dir ist niemand gleich, Vater. Niemand ist gleich wie du, Vater. Denn du sagst dein Wort. Du bist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Du bist der mächtige Israel, Herr.
Sei du erhöht in unser Leben, sei du erhöht über diesen Abend, sei du erhöht über diese Lehre, sei du erhöht, Vater, Herr. Herr, wir geben dir alles, was war, alles, was uns diesen Tag umstrickt hat, alles, was uns entmutigen wollte, alles, was uns in Zweifel bringen wollte. Wir reißen uns los, wir reißen uns los. Ich reiße mich los von jeder Sorge, ich reiße mich los von jeder Angst, ich reiße mich los im Namen Jesus Christus. Das sind meine Gedanken, das sind meine Gesinnungen. Jetzt frei sein von dir, Vater. Ich will frei sein von dir, Vater. So gebe ich dir meine Sünden, so gebe ich dir meine Dunkelheiten, so gebe ich dir alles, Vater. Der verborgene und das sichtbare, Vater, Herr, soll vor dir offenbar liegen, Vater. Halleluja. Danke, dass du in mir lebst. Danke für deine Erlösung. Du kamst vom Himmel herab, zeigst uns den Weg. Herr, du hast am Kreuz bezahlt für meine Schuld. Und sie legten dich ins Grab, doch du stiegst zum Himmel auf. Herr, dein Name sei erhöht. Herr, dein Name sei erhöht. Halleluja. Halleluja. Danke, Vater. Halleluja. Danke für deinen wunderbaren Namen, Herr. Danke, Vater, im Namen Jesus Christus. Danke, Halleluja, dass du in unserer Mitte bist. Danke, dass du deine Werke in unserem Leben machst. Danke, dass wir dir vertrauen dürfen, Vater. Halleluja, Vater, im Namen Jesus Christus. Im Namen Jesus Christus, Halleluja. Danke, Herr. Danke, Vater, danke, Vater. Halleluja, Ehre sei dir. Halleluja. Ehre sei dir. Lass uns noch kurz Römer 8 aufschlagen. Halleluja. Noch ein. Zwei Gebetspunkte. Römer 8, Vers 1. Ja, seid ermutigt, wenn ihr kommt. Immerhin, bringt eure Bibel mit. Halleluja. Wir lesen hier die Schlachter. Römer 8,
Genau, Römer Kapitel 8. Wir lesen hier mal in der Schlachter 2000 Übersetzung, falls sich jemand wundert, auch online. Genau. So gibt es jetzt keine Verdammnis mehr für die, welche in Christus Jesus sind, die nicht gemäß dem Fleisch wandeln, sondern gemäß dem Geist. Denn das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus hat mich freigemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Denn was dem Gesetz unmöglich war, weil es durch das Fleisch kraftlos war, das tat Gott, indem er seinen Sohn sandte, in der gleichen Gestalt wie das Fleisch der Sünde und um der Sünde willen und die Sünde im Fleisch verurteilte, damit die vom Gesetz geforderte Gerechtigkeit in uns erfüllt würde, die wir nicht gemäß dem Fleisch, sondern gemäß dem Geist wandeln. Denn diejenigen, die gemäß der Wesensart des Fleisches sind, trachten nach dem, was dem Fleisch entspricht. Diejenigen aber, die gemäß der Wesensart des Geistes sind, trachten nach dem, was dem Geist entspricht. Halleluja. So ein wunderbarer Text. Ja, ganz kurz zusammengefasst kann man darin sagen, einmal, ich meine, das Römerbrief, sag ich mal, ist generell ein schwieriger Brief, den einfach nur Vers, quasi, wenn man sich Verse rausprägt, weil es eigentlich eine wunderbare Argumentation ist, Linie, sag ich mal, von Kapitel 1 bis Kapitel 16, die Paulus, sag ich mal, ganz viele tiefe, wichtige Theologien, sag ich mal, beschreibt. Und so, wir wollen jetzt noch einen Gebetspunkt nehmen, und zwar einmal, ist ganz wichtig zu verstehen, wer wir sind in Christus. Ja, wir haben eben schon kurz gebetet, wir sind gleichgemacht in den Tod, aber auch in die Auferstehung Jesu Christi mit rein. Das heißt, wir sind nicht mehr verpflichtet, gemäß dem Fleisch zu wandeln. Aber was es heißt, nicht mehr verpflichtet zu sein, bedeutet, wir können gemäß dem Fleisch wandeln, aber wir müssen uns dagegen entscheiden, und wir haben die Kraft bekommen durch Jesus Christus, dagegen zu entscheiden. Und da gibt es einen großen, ja, einfach den Teufel, den Widersacher, der immer wieder gegen uns geht, der sagt, der uns verdammen möchte, der dann sagt, bist du wirklich ein Kind Gottes? Du wirklich, glaubst du wirklich, das Wort ist wahr? Ja, aber das Wort sagt ganz klar, es gibt keine Verdammnis mehr für die, welche in Christus Jesus sind, wenn wir gemäß dem Geist und nicht gemäß dem Fleisch wandeln. Ja, und das Fleisch geht so schnell um uns überrollen, wenn wir müde sind, wollen wir vielleicht nicht lostreten, wenn wir erschöpft sind, wenn wir enttäuscht sind, wenn wir entmutigt sind. Das sind alles Möglichkeiten für einen neugeborenen, wiedergeborenen Christ im Fleisch zu sein. Weil in dem Moment, wenn ich müde, enttäuscht und zurückgelassen bin, was passiert? Wenn mich jemand reizt, kann der Zorn aus mir rauskommen, kann die Wut, kann der Streit leichter kommen, als wenn ich gerade aus dem Gebet bin, Feuer, Lobpreis gemacht habe, 10 Minuten gerade Sprachen gebetet habe, ja. Dann kann man nicht mich so schnell zum Zorn reizen, wie wenn ich müde, träge und lustlos bin. Ja? Dann komme ich nicht aus dem Couch hoch und bete auf einmal. Wenn ich eine Stunde Fernsehen geschaut habe, RTL 2 oder so, komme ich nicht und habe danach Lust zu beten. Ja, das heißt, die Lust, das heißt, wir sind nicht mehr verpflichtet, gemäß dem zu leben, sondern wir können uns entscheiden, danach zu leben. Aber dann will die Verdammnis kommen, wollen die Gedanken kommen und uns dagegen wollen uns niederdrücken, und wir wollen siegreich sein, wir wollen kräftig sein, wir wollen fest und sicher stehen, und wir beten jetzt noch in unser Gebetspunkt, ja, dass wir durchbrechen. Halleluja. Und überall dort, wo du noch Lustlosigkeit spürst, überall dort, wo du noch Enttäuschung spürst, wo du noch Kraftlosigkeit spürst, auch im Alltag zu beten, nimm das jetzt vor Augen, genau diese Situation, weil jetzt sind wir hier in der Gemeinde. In der Gemeinde ist die Luft frei. Da macht es Spaß zu beten, aber zu Hause, ja, 11.45 Uhr oder so, wenn wir dann da sitzen, vor unseren Computern arbeiten oder irgendwas machen, vielleicht ist die Luft nicht so frei zu beten. Und wir nehmen jetzt diese Situation vor Augen. Und wir gehen jetzt nochmal ins Gebet, wir beten dagegen, dass wir durchbrechen, und dass wir morgen ermutigt sind, ja, nicht mehr in der Verdammnis, nicht mehr in der Unterdrückung zu leben, sondern rauszubrechen und die Freiheit Christi zu Hause zu manifestieren. Halleluja. Halleluja, danke, Vater. Danke, Halleluja, dass du uns die Kraft schenkst, Halleluja. Dass die Lustlosigkeit verschwindet im Namen Jesus Christus. Dass die seelische Müdigkeit verschwindet im Namen Jesus Christus. Dass die geistliche Müdigkeit verschwindet. Dass jede Krankheit, die uns hindert, Vater, zu beten, zu dienen, verschwindet im Namen Jesus Christus. Halleluja. Wir treten gegen jede Blockade im Namen
Namen jede Blockade zu brechen, jede Blockade zu loben, jede Blockade zu preisen, in Namen Jesus Christus, wir kommen dagegen, in Namen Jesus. Jede Blockade weicht im Namen Jesus Christus. Jede Hindernisse weicht im Namen Jesus Christus. Jede Krankheit weicht im Namen Jesus. Alle Krankheiten weichen im Namen Jesus Christus. Halleluja. Wir proklamieren zum Abschluss noch was für unsere Identität, auch aus Römer 8. Ja, einfach immer wieder auch Worte nehmen, dass wir sie proklamieren, dass wir sie verinnerlichen, dass wir verstehen, wer wir sind, verstehen, was Christus für uns getan hat. Halleluja. Denn wir sind nicht mehr Deutsche, wir sind nicht mehr Hausmeister, wir sind nicht mehr Autoverkäufer, wir sind Kinder Gottes. Mhm. Halleluja. Amen. Und wir wollen lernen, verstehen, wer wir in Christus sind. Wir fangen
Ich nehme einfach ein paar Verse raus mit euch und die proklamieren wir jetzt noch. Halleluja. Also alles aus Kapitel 8, Vers 9. Ihr aber seid nicht im Fleisch, sondern im Geist, wenn Gottes Geist in euch wohnt. Wer aber den Geist des Christus nicht hat, der ist nicht sein. Halleluja. Vers 11. Wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird derselbe, der Christus aus den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen, durch seinen Geist, der in euch wohnt. Vers 15. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch wiederum fürchten müsstet, sondern ihr habt den Geist der Sohnschaft empfangen, indem wir rufen, aber Vater. Halleluja. 30. Die er aber vorherbestimmt hat, die hat er auch berufen. Die er aber berufen hat, die hat er auch gerechtfertigt. Die er aber gerechtfertigt hat, die hat er auch verherrlicht. Halleluja. Und jetzt noch zum Abschluss. Verse, die ihr wahrscheinlich alle gut kennt. 37 bis 39. Aber in dem allen überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch irgendein anderes Geschöpf uns zu scheiden vermag von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Halleluja. Damit übergebe ich. Warum? Halleluja. Amen. Ja, wir öffnen weiter unsere Bibel. Amen. Wir wollen weiter lesen. Halleluja. Danke, Jesus Christus. Wir danken dem Herrn für so einen wunderbaren Tag. Amen. Halleluja. Jeden Tag ist zu genießen mit dem Heiligen Geist. Jeden Tag müssen wir mit Freude begegnen, mit Freude genießen, weil die Bibel sagt, die Freude am Herrn ist unsere Kraft. Die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Amen. Die Freude am Herrn ist meine Stärke, ist deine Stärke. Amen. Und Freude, die Bibel sagt, freut euch alle Zeit. Sind wir so gehorsam, dass wir uns alle Zeit freuen? Ah, wir sind nicht gehorsam, wir bekennen das. Herr, vergib uns. Vergib uns, dass wir nicht gehorsam sind, sodass wir uns jeden Tag freuen. Aber Herr, wir wollen uns bemühen, durch die Kraft des Geistes, uns jeden Tag zu freuen. Halleluja. Wir entscheiden uns, Herr. Wir treffen die Entscheidung. Wie wir wissen, der Mensch hat einen Eigenwille bekommen. Der Mensch hat Eigenwille bekommen, wie Satan, der hat Eigenwillen gehabt. Genauso wie Eva. Eva hat Eigenwillen. Freiwahl, Freiwahl. Wir hatten die Freiwahl. Eva hatte die Freiwahl. Adam hatte die Freiwahl nicht. Warum? Adam war das Wort Gottes. Amen. Adam war das Wort Gottes. Und wir haben die Freiwahl. Und wir haben die Freiheit zu entscheiden, ob wir glauben oder ob wir nicht glauben. Ob wir hier sind, ob wir hier kommen oder nicht, wir haben diese Freiwahl. Amen. Und Gott belohnt alle, die diesen Weg wählen, mit Jesus Christus zu gehen. Die Belohnung wird sehr groß sein. Wir lesen schnell 2. Mose, Kapitel 12, ab Vers 12 bis 13. Halleluja. 2. Mose 12, ab Vers 12 bis 13. Da sagt uns die Bibel. Denn ich will in diese Nacht durch das Land Ägypten gehen und alle Erstgeburt im Land Ägypten schlagen, von Menschen bis zum Vieh. Und ich will an allen Götter der Ägypter ein Strafgericht vollziehen. Ich, der Herr. Und das Blut soll euch zum Zeichen dienen an eure Häuser, in denen ihr seid. Und wenn ich das Blut sehe, dann werde ich verschonend an euch vorübergehen.
Und es wird euch keine Plage zu eurem Verderben treffen, wenn ich das Land Ägypten schlagen werde. Wir wiederholen nochmal. Denn ich will in diese Nacht durch das Land Ägypten gehen und alle Erstgeburt im Land Ägypten schlagen, von Menschen bis zum Vieh. Und ich will an allen Göttern der Ägypter ein Strafgericht vollziehen. Ich, der Herr. Und das Blut soll zum Zeichen dienen an eure Häuser, in denen ihr seid. Und wenn ich das Blut sehe, dann werde ich verschonen an euch vorübergehen. Und es wird euch keine Plage zu eurer Verderben treffen, wenn ich das Land Ägypten schlagen werde. Ja, ich habe eine Frage. Warum hat Gott entschieden, die Erstgeborenen Ägypten zu töten? Warum hat Gott entschieden? Wenn du online dabei bist, Gott segne dich, Gott segne deine Familie. Möge etwas geschehen heute in deinem Leben im Namen Jesus Christus. Du darfst nicht aus dieser Begegnung, auch wenn du online dabei bist, mit leeren Händen heute im Schlaf gehen. Du empfängst etwas vom Herrn, ob eine Heilung, eine Freiheit, eine Erkenntnis, ein Durchbruch. Möge Gott an dich gedenken im Namen Jesus Christus. Wenn du die Möglichkeit hast, jemanden zu ermutigen mit einem Video oder mit einer Predigt, tu das. Amen. Wir sind in einer Zeit, wo Gott uns beruft. Wir nennen diese Zeit die Zeit der Eroberung. Amen. Wir wollen erobern. Wir wollen die Böden in Deutschland erobern. Die Böden der Gemeinde, die Böden der Familie, die von Feind angeklagt werden. Und wir haben die Vollmacht dafür. Amen. Durch Jesus Christus haben wir die Vollmacht. Die Gemeinde ist berufen zu erobern. Das ist die Aufgabe. Die apostolische Aufgabe der Gemeinde bedeutet die Eroberung. Es ist das Zeichen der Löwe, der apostolische Bewegung. Und erobern bedeutet, im Reich Satan gehen und alles nehmen, was Satan, das Reich, was Satan geraubt hat. Die Seele, jede Seele in die Welt, jede Seele gehört Gott. Amen. Und wir, es ist unser Auftrag, deswegen hat uns Jesus auch auf der Erde gelassen und er hat uns auch der Heilige Geist dafür gegeben, um zu erobern, Seele zu erobern, um das Reich Gottes zu vermehren, indem wir das Reich Gottes Satan plündern, die Seele dort holen und im Reich Gottes anpflanzen. Und wenn wir die Seele dort holen, die Seelen sind zerstört, die Seelen sind verletzt, die Seelen sind besessen, die haben alle Plagen. Unsere Aufgabe ist, durch die Kraft, den Namen Jesus Christus, die Seele zur Heilung zu führen, die Seele zur Freiheit zu fühlen, die Seele aus der Kerke rauszuholen, im Namen Jesus Christus. Halleluja. Und wir sind gewiss voller Zuversicht, dass durch den Namen Jesus, durch die Kraft des Heiligen Geistes, dass wir das erreichen werden. Es ist die Zeit der Kraft in der Gemeinde. Es ist die Kraft, der Durchbruch des Heiligen Geistes. Wo der Heilige Geist die Armee Gottes erhebt, ausrüstet und rausschickt, um die Werke Gottes zu tun. Er rüstet uns durch die Gabe. Er rüstet uns durch das Wort. Er rüstet uns durch die Dienste. Er rüstet uns, er bereitet uns und schickt uns raus. Halleluja. Denn ohne Kraft, wir können Gott nicht dienen. Ohne Kraft in dein eigenes Haus kannst du nicht überwinden. Denn der Satan, der ist nicht nur draußen. Er versucht, in unsere Häuser einzudringen, um unsere Häuser zu kontrollieren, unsere Gemeinde zu kontrollieren. Wir brauchen die Kraft Gottes. Die Kraft ist die Ausrüstung Gottes. Der Heilige Geist, der über uns kommt, ist die Kraft Gottes, die ausführende Hand Gottes. Amen. Wir sind seine Armee und wir sollen bereit sein im Kampf. Müssen wir bereit sein. Deswegen, wir sollen eins vermeiden. Eins musst du vermeiden, im Sorgen zu fallen. Im Sorge zu fallen. Versteht ihr, was ich meine? Eins musst du vermeiden in dein Leben. Im Sorgezustand zu fallen. Es gibt immer Sorge, es gibt immer Probleme, Schwierigkeiten. Aber ich vertraue den Herrn, denn ich vermag alles durch Jesus Christus. Ich vermag nicht alles durch meine Kraft. Denn es steht geschrieben, nicht eine große Armee rettet der König. Amen. Und unsere Errettung kommt weder von Ost noch von Nord.
Amen. Die Errettung Israel wird nicht aus ihrer Armee kommen. Ja, klar, nach der Entrückung der Gemeinde wird ein sehr großer Krieg in Israel stattfinden, wo Gott, wo Iran durch die Atomwaffe versuchen wird, Israel zu vernichten. Ja, die werden Atomwaffen haben, die Iraner. Die werden das haben, 100%. Aber diese Atomwaffen wird dazu führen, dass Gott Iran richtet, weil Iran wird versuchen, Israel anzugreifen, um zu vernichten, und Gott wird erscheinen, übernatürlich weise. Aber die wahre Errettung und die wahre Friede Israel wird durch den Messias kommen, durch Jesus Christus. Amen. Nicht durch irgendwelche Leute, die dort gehen und etwas sagen, oder nein. Die Errettung Israel wird durch der Jeshua, der Messias passieren. Halleluja. Wir lieben Israel. Die haben noch die Verheißung Abraham bekommen. Die haben die Verheißung Gottes durch Abraham. Aber wir sind auch das Israel, das geistliche Israel. Die sind unsere Brüder. Wir beten für die, aber wir beten nicht, dass Frieden jetzt dort passieren. Das ist ein Gebet gegen die Prophezeien. Amen. Denn die Prophezeien müssen sich erfüllen. Die Prophezeien sind dabei, sich zu erfüllen. Und die werden sich erfüllen. Ob wir beten oder nicht, Gott hat es schon. Aber warum beten wir? Damit die Prophezeien sich in der richtigen Zeit erfüllen. Weil einer der Plan Satan ist, dass die Prophezeien verzögert werden. Okay? Entweder die Prophezeien werden verzögert oder die Prophezeien werden vor der Zeit sich erfüllen. Das ist der Plan Satan. Vertraut den Herrn in allen Bereichen deines Lebens. Auch wenn du siehst, dass alles schlecht geht, dass nichts funktioniert. Ich kann von meinem eigenen Leben reden. Wenn der Chaos da ist, es ist, wo die Kraft Gottes am meisten aktiv ist. Wenn der Chaos in dein Leben, du als Mann Gottes, immer. Und wir müssen lernen, Gott zu vertrauen in alle Situationen. Wir müssen lernen, Gott zu vertrauen. Egal wie dein Leben jetzt aussieht, vertraue einfach Gott. Amen. Und wie baust du dein Vertrauen an Gott? Durch das Wort Gottes. Wie baust du deine Beziehung mit Gott? Durch intensive Studieren, Lesen, Vertrauen des Wort Gottes. Wir sind an der Zeit, wo unsere Seele mehr Wort braucht. Wo unser Geist mehr Gebet braucht. Unser Geist verbindet sich mit dem Geist Gottes durch Gebet. Unsere Seele braucht die tägliche Nahrung des Wort Gottes. Amen. Und wir proklamieren und wir machen Glaubensschritte mit unserem Körper. Prophetische Schritte, Glaubensschritte in der Erkenntnis, dass wir nicht einsam sind in diesem Kampf. Israel sollte aus Ägypten rauskommen. Aber Gott sagt, ich werde die Erstgeborene schlagen. Warum schlägt Gott die Erstgeborene Ägypter? Warum? Warum? Es gibt einen Grund, warum die Erstgeborene geschlagen wurde. Etwas war da im Spiel. Aber warum schlägt er den ersten Sohn von Pharao und den ersten Sohn der Ägypter? Weil er bekommt das Erbe. Was noch? Ungehorsam. Ja? Israel ist der Erstgeborene Gottes. Und er hat gesagt, wenn ihr mein Volk nicht freilasst, werde ich eure Erstgeborenen schlagen, weil Ägypten seinen Erstgeborenen schlägt. Ja, der Erstgeborene Gottes war in Gefangenschaft. Pharao wollte den Erstgeborenen nicht freilassen. Warum nennt man Israel den Erstgeborenen? Wer ist der zweite Geborene? Wenn Gott Israel sieht, Israel ist nicht ein Volk, sondern ein Mensch, ein Mann. Der Gott Abraham, Isaac, Jakob ist, bedeutet der Gott der Bund, des Bundes. Amen. Israel, der Erstgeborene. Aber ihr seht, wie wir gesagt haben, Gott hat Israel als Nation erweckt, um anderen Nationen ihr Eifersucht zu erwecken. Damit andere Nationen sehen, der Gott Israel ist der Gott der Wunder, ist der Gott der Zeichen, ist der Gott, schau mal, solange Israel gehorsam war, Israel war gesegnet. Aber jedes Mal, wo die ungehorsam war, die wurde aus dem Land ausgetrieben.
Okay? Aber die wurde ungehorsam, damit wir uns bekehren. Und Gott hat uns erweckt als Zeichen für Israel. Wir dienen heutzutage Gemeinde als Zeichen für Israel. Aber glaubt ihr, in dem Zustand der Gemeinde zurzeit können die Israeliten eifersüchtig sein? Auf uns? Nein, die können nicht. Wo sind die Wunder? Wo sind die Zeichen? Wo sind die Bekehrungen? Wo sind die Frucht? Wo sind die Frucht? Die Christen sind die Faulste, was du sehen kannst im Geist. Sogar die Buddhisten sind mehr geistig wie wir. Die Hinduisten sind mehr geistig wie wir. Die respektieren ihre Götze mehr wie wir. Die Muslime respektieren ihre Götze mehr wie wir. Ihre Koran. Aber wir haben die Bibel, wir lesen kaum die Bibel. Wir betrachten kaum die Bibel. Wenn man sagt, bete, heutzutage haben wir viele Art von Gebete entwickelt. Wir haben Hope and Ball, wir haben Socking, wo wir kommen, wir legen unsere Isomat am Boden, wir meditieren, wir schauen die Sterne und so weiter, wir zählen die Sterne. Was ist aus uns geworden? Was ist aus uns geworden? Die Urgemeinde, die haben sich versammelt, die haben geschrien, 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 die haben gebetet, als ob der Himmel fallen wird. Aber heute versuch mal zu schreien in der Gemeinde, du wirst rausgeschmissen. Du wirst rausgeschmissen. Wenn du Halleluja sagst, du wirst rausgeschmissen. Hey, hier heißt Stille. Gott will Stille. Gott will Ruhe. Gott will keine Ruhe. Wenn Gott erscheint, es donnert, es bebt. Ja, wenn Gott irgendwo erscheint, es donnert, es bebt. Es ist, wow, gewaltig. Die Israeliten, die erste Gemeinde, sie haben sich versammelt. Die haben geschrien, gebetet. Paulus im Gefängnis, was hat er gemacht? Ja, hier Ruhe, Ruhe, Gott will Ruhe. Nein, Paulus hat gelobt. Er hat nicht mal auf die Gefangene geachtet. Hat gelobt, gepriesen, gelobt, gepriesen. Plötzlich gab Erdbeben im Gefängnis. Es gibt Gebete, die dazu führen, dass Erdbeben startet in dein Leben. Es gibt Gebete, die dazu führen, dass Erdbeben in deine Familie startet. Es gibt Gebete, die die Gemeinde erweckt. Das Gebet, was die Gemeinde in Deutschland erwecken kann, ist nicht Gemeinde, wir treffen uns, wir singen ein paar Psalmen, wir klatschen die Hände, wir haben Gänsehaut und gehen nach Hause. Wir können die Gemeinde nicht damit erwecken. Die Gemeinde braucht Geburt, Gebet. Geburt, kennt ihr das Gebet, das Geburt, Gebet? Ist das, du betest, du spürst deinen Körper nicht mehr. Du betest, du siehst die Zeit nicht mehr. Du betest, andere werden sagen, du bist zu religiös. Du betest zu viel. Aber die wissen nicht, wer Jesus Christus war. Denn Jesus hat sehr viel gebetet. Jesus machte keinen Schritt ohne zu beten. Alles, was Jesus tat, er tat das ins Gebet. Bevor er predigt, er geht, er betet die Nacht hindurch. Bevor er seine Jünger auswählt, er betet. Bevor er Menschen heilt, er betet. Warum hat Jesus immer gebetet? Obwohl, eigentlich war Jesus Gott, er brauchte kein Gebet. Aber als Mensch, er wusste als Mensch, ich brauche das Gebet. Ich muss immer mit meinem Vater verbunden bleiben. Um mit meinem Vater verbunden zu bleiben, das Gebet ist mein Atem. Das Gebet ist die Luft, was in Begegnung mit dem Heiligen Geist geht. Das Gebet ist die Einheit, ist was mich mit dem Geist Gottes verbinde. Das Gebet ist das Fundament. Mein Glaube ist die Säule. Mein Glaube. Halleluja. Jesus hat gebetet. Paulus, er hatte Hunger. Er hat nicht zu essen. Hat gefastet und gebetet 40 Tage. Und du siehst nur Menschen, die in der Bibel die intensive Beziehung mit dem Herrn hatten. Ihre Herzen waren ausgerichtet, den Herrn zu suchen. Ihre Herzen waren nicht ausgerichtet, Herr, gib mir das. Herr, schenk mir das. Herr, ich will. Herr, nein, ihre Herzen, ob die alles hat oder nicht, ihre Herzen waren ausgerichtet, diesen mächtigen Gott zu kennen, diesen großen Gott zu kennen. Gideon sagte, wo ist der Gott, den man uns erzählt hat, der Wunder tut? Wo ist dieser Gott? Wo ist der Gott, der Martin Luther begegnet ist? Wo ist dieser Gott, den man erzählt hat, es gab eine Erweckung in Solingen? Wo ist dieser Gott in Deutschland? Das sind die Fragen, die du als Gideon dir stellen sollst. Herr, ich gönne dir keine Ruhe, bis ich dich sehe, Augen face to face. Herr, ich gebe dir keine Ruhe, bis ich deine mächtige Hand, bis ich dein Angesicht in meiner Familie sehe. Herr, es steht geschrieben, niemand
kann dir begegnen, ohne dass sein Leben sich verändert. Ich möchte, Vater, wenn du durch Stephanus, er war ein Diakon, Kranken geheilt hat, Tote erweckt hat, Dämon, Philippus kam, er hat Dämonen ausgetrieben, er war kein Apostel, kein Prophet. Philippus hat Dämonen ausgetrieben. Philippus hat Wunder getan. Philippus hat Menschen geheilt. Herr, wo ist dieser Gott? Ist es derselbe Gott der Bibel oder haben wir einen anderen Gott in die Gemeinde zur Zeit? Ist es derselbe Gott der Bibel? Denn die Bibel jeden Tag erzählt. Halleluja. Wir wollen diesen Gott begehen. Der Gott, der bereit ist, sein Erstgeborener zu opfern. Wir sehen Erstgeborene Ägypter, Erstgeborene Gottes. Erstgeborene gegen Erstgeborene. Gott ist bereit zu töten, damit sein Erstgeborener frei wird. Gott hat sein eigener Erstgeborenen getötet, damit wir die Errettung erleben. Denn es steht geschrieben, Gott hat die Welt so geliebt, dass er sein eingeborener Sohn, sein erstgeborener Sohn, sein einziger Sohn, als Opfer gegeben hat. Er hat gefragt, was ist der Preis? Satan sagt, wenn du diese Menschheit noch wieder haben möchtest, ich möchte das Beste, das Beste, das Beste. Aber in geistlicher Welt, die Währung ist das Blut. In geistlicher Welt, die Währung ist das Blut. Du bezahlst nur mit Blut. Frag mal Leute, die in Okkultismus sind. Wenn die Menschen nicht opfern können, die opfern Tieren. Schau mal, Halloween kommt bald. Halloween kommt bald. Viele werden das feiern. Man sieht sogar Gemeinde, die haben Kürbis und alles. Die tun einfach. Wenn man Leute fragt, warum tut ihr? Ja, wir haben Leute so gesehen. Wir wissen nicht so genau. Eure Nachbarn, die werden überall Halloween feiern. Aber die feiern Satan. Die feiern Satan. Es ist keine Übertreibung. Weihnachten ist Satan feiern. Denn du durchfährst die Bibel, du siehst nirgendwo Weihnachten. Du siehst nirgendwo, wo man Ostern feiert, mit Ostereier und solche Sachen. Wie sind wir abgefallen, wir Gemeinde? Jesus Christus ist mein Ostern. Jesus ist mein Pessach. Jesus Christus ist mein Alles. Die 7 Feiertage sind in Jesus Christus. Mein Leben, es fühlt sich, Pfingster ist Jesus Christus. Du musst verstehen, die Gedanken hinter die Feiertage. Du musst verstehen, was sind die Gedanken Gottes. Hinter jeder Tat stecken die Gedanken Gottes. Herr, gib mir die Fähigkeit, deine Gedanken zu begreifen. Wir lesen die Bibel, um zu lesen. Aber wir lesen nicht, um zu begreifen, was möchte Gott mir persönlich sagen. Was möchte Gott mir sagen hinter diesem Wort? Welche Gedanke Gottes steckt da hinten? Was sind die Verheißungen Gottes? Was sind die Pläne Gottes? Er sagt, siehe, die Pläne, die ich für euch habe, die Pläne der Frieden und nicht der Unheil. Herr, zeig mir diese Pläne, offenbart mir diese Pläne. Ich möchte dein Angesicht sehen, Herr. Der Schleier muss fallen, damit ich Gott sehe. Ab dem Tag, wo du Gott siehst, die Schmerzen sagen dir nichts mehr. Die Sorge sagen dir nicht mehr. Die Probleme sagen dir nichts mehr. Ab dem Tag, wo du Gott begegnest, das Leben ist nicht mehr wichtig. Du bist bereit, jederzeit für dein Herr zu sterben. Du hast keine Angst vor Tod. Du hast keine Angst vor Schmerz. Du hast keinen Tag. Wisst ihr, ich sage oft hier, dass wir müssen so gewachsen sein, dass keiner uns mehr verletzen kann. Du musst so gewachsen werden, dass keiner dich mehr verletzen kann. Ist es nicht so? Ein geistlicher Mensch, du kannst ihn nicht verletzen. Oh, er hat mich beschimpft, hat mich beleidigt, ich komme nicht mehr in die Gemeinde. Du bist noch nicht geistlich. Hey, Jesus Christus, wir haben Leute ihn behandelt als Erstgeborener, als der Sohn Gottes. Wir haben ihn beschimpft, Belzebub genannt. Alle möglichen Worte genannt. Aber jemand, der im Geist wandelt, egal wie du ihn schimpfst, egal wie der Nachbar dich behandelt, du bist voller Freude. Ich grüße nicht mehr diesen Nachbar.
weil er mir solche Worte gibt. Nein, ich grüße ihn weiter. Ich umarme ihn sogar. Denn mein Kampf ist nicht in sichtbare Welt, sondern in unsichtbare Welt. Manchmal der Nachbar, der dich angreift. Es ist, weil Satan ihn durch einen Geist hinter ihn für dich anzugreifen. Warum? Satan erwartet, dass du genervt bist und dass du mit Zorn reagierst. Und wenn du mit Zorn reagierst, öffnest du die Tür. Und dann gehst du ins Bett mit Zorn, weil dein Mann dir nicht gegeben hat, was du willst. Du sagst, du drehst ihm den Rücken. Dann kennst du nicht das Wort Gottes. Du kennst das Wort Gottes. Wie kannst du deiner Frau oder deinem Mann den Rücken drehen? Das ist nicht biblisch. Werdet geistlich, so werdet ihr in der Lage sein, alles zu überwinden. Probleme werden kommen, Verfolgungen werden kommen. Satan wird in eine andere Stufe die Gemeinde angreifen. Aber wir sind berufen zu überwinden. Wir sind berufen durchzubrechen. Wir sehen, er tötet die Erstgeborene wegen seinem erstgeborenen Sohn. Und dann sagt er etwas Wichtiges. Das Blut Jesus soll an die Pforte der Tür sein. Und wenn ich vorübergehe und ich das Blut sehe, ich werde dieses Haus schonen. Halleluja. Was bedeutet das Blut für Gott? Was bedeutet das Blut an der Pforte der Tür? An welcher Pforte der Tür? An welcher Tür? Wer ist die Tür deines Lebens? Wer kontrolliert die Tür deiner Gedanken? Wer kontrolliert die Pforte deines Lebens? Jedes Mal, wo Gott dich sieht, er sieht das Blut Jesus Christus. Nur durch das Blut Jesus kann Gott dich sehen. Nur durch das Blut Jesus kann Gott dich bestätigen. Nur durch das Blut Jesus Christus. Ohne das Blut Jesus in dein Leben kann Gott dich nicht sehen. Und der Tod hat keinen Zugang zu deinem Leben, wenn das Blut des Lammes an der Tore deiner Tür ist. Aber das Blut ist unwegsam, wenn du freiwillig in Sünde lebst. Wenn du bewusst in Sünde lebst, egal wie viel du das Blut des Lammes proklamiert, das Blut wird unwegsam sein. Das Blut ist nur wegsam, wenn du freiwillig im Heiligung lebt. Kann ein Mensch im Heiligung leben? Kann ein Mensch ohne Sünde leben? Ja. Es ist eine Frage der Entscheidung. Ich entscheide mich, Gott gehorsam zu sein. Wer hilft uns, sünderlos zu leben? Wer? Der Heilige Geist. Es ist der Beistand. Er hilft dir, jeden Tag ohne Sünde zu leben. Er führt dich im Wort Gottes. Er überführt dich im Wort Gottes. Er zeigt dir die Gedanken Gottes. Der Heilige Geist offenbart dir den Thron Gottes. Er offenbart dir die Gedanken Gottes. Das Blut, der Heilige Geist. Was fehlt uns noch? Das Wasser, das Wort. Blut für dein Gebetleben. Du brauchst das Blut des Lammes. Du brauchst den Heiligen Geist. Warum der Heilige Geist? Er gibt dir Erkenntnis. Er gibt dir Einsicht. Er gibt dir Weisheit. Die Bibel sagt, wir wissen nicht immer, was wir sagen sollen in unserem Gebet. Aber der Heilige Geist kommt unserer Schwachheit zu Hilfe. Durch unaussprechliche Seufzer. Manchmal, wenn du in Situation bist, wo du nicht mehr weißt, wo es lang geht. Bete im Geist. 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 Du bist kraftlos. Bete im Geist. Sing im Geist. Du bist schwach. Bete im Geist. Du bist bedrückt. Bete im Geist. Manchmal bist du zu Hause, wie eine Atmosphäre kommt über dein Leben und plötzlich fühlst du die Bedrückung. Fäng an, im Geist zu beten.
Fäng an, im Geist zu proklamieren. Fäng an, im Geist die Herrlichkeit Gottes zu rufen. Fäng an, im Geist die Kraft Gottes. Fäng an, im Geist den Thron Gottes zu segnen. Fäng an, im Geist, Halleluja, du wirst merken, diese Wolken der Bedrückung wird weggehen. Halleluja. Aber wenn du im Geist betest, vertrau den Herrn. Sag meine Seele, vertrau den Herrn. Meine Seele glaubt den Herrn. Meine Seele, warum bist du so bedrückt? Der Herr lebt, er sitzt auf dem Thron und er regiert für immer und für die Ewigkeit. Wir wollen beten, wir wollen die drei anwenden: das Blut, das Wasser und der Geist. Das Blut, das Wasser und Geist. Die drei legen Zeugnis auf Erde. Die drei reden für dich. Das Wort tritt für dich wie ein Schild. Das Wort tritt für dich wie ein Schutz. Das Wort tritt für dich wie ein Helm. Das Wort begleitet dich wie Schuhe. Das Wort ist immer präsent und soll immer präsent in deinem Leben sein. Das Wort ist Geist und Leben. Im Anfang war das Wort. Das Wort war Gott. Und das Wort war mit Gott. Alles, was geschaffen wurde, wurde durch das Wort. Und Satan, der geschaffen wurde, wurde durch das Wort. Deswegen, du kannst Satan wieder besiegen durch das Wort. Weil er ist aus dem Wort entstanden. Du kannst Satan nur durch das Wort besiegen. Deswegen, als er kam, um Jesus anzugreifen, was hat Jesus? Das Wort. Das Blut reinigt dich. Das Blut mag komplette Reinigung dein Leben. Das Blut gibt dir die Kraft zu überwinden. Halleluja. Der Heilige Geist überführt dich. Er kennt den Weg. Er sagt, geh nach rechts. Er sagt, deine Feinde kommen von links, von rechts, von links. Er sagt, stopp, hör erstmal die Stimme, die Anweisung Gottes. Er sagt, öffne die Bibel im Psalm 28. Er sagt, es kommt gerade ein Regen, bereite dich. Er sagt, das ist der Heilige Geist. Du brauchst diese tiefere Bedeutung, Beziehung mit dem Heiligen Geist. Halleluja. Wir wollen beten und sagen, Herr, gib uns die Führung des Geistes. Gib uns die Kraft der Überwindung durch das Blut des Lammes. Und gib uns, Vater, den Sieg durch das Wort Gottes. Im Namen Jesus Christus. Erhebe die Stimme, fäng an zu beten. Und sag, rüste mich auf, Herr. Gib mir, Vater, alles, was ich brauche. Durch das Wort, durch den Heiligen Geist und durch das Blut des Lammes im Namen Jesus Christus. Oh Herr, gib uns alles, was wir brauchen, Herr. Gib uns die Heilung, die wir brauchen. Gib uns den Durchbruch, den wir brauchen. Gib uns den Sieg, den wir brauchen. Gib uns die Erkenntnisse, die wir brauchen. Gib uns alles, was wir brauchen, Herr. Vater, Vater, wir proklamieren das Blut in diesem Ort. Das Blut des Lammes, Herr. Das Blut des Lammes, Vater, in alle Bereiche unseres Lebens, Vater. Lass Erweckung, Erweckung vom Tod durch das Blut des Lammes im Namen Jesus. Auf Erstehung vom Tod durch das Blut des Lammes, Herr. Lass den Durchbruch stattfinden, Herr. Durch den Heiligen Geist, Halleluja. Erkenntnis, Herr. Einsicht und Weisheit, Herr. Durch den Geist der Weisheit, Herr. Im Namen Jesus Christus, Halleluja. Oh Vater, tu deine Werke in unserer Mitte. Tu deine Werke in unserer Mitte. Lass deine Werke stattfinden, Herr. Durch deine mächtige Kraft, Herr. Durch die Kraft deines Geistes, Herr. Lass deine Werke stattfinden, Vater. Wir brauchen deine Werke, Herr. Wir brauchen deinen Durchbruch, Herr. Wir brauchen deine Erkenntnis, Vater. Im Namen Jesus Christus, Herr. Im Namen Jesus Christus, Herr. Im Namen Jesus Christus, Herr. Oh Herr, komm uns zu Hilfe, Herr. Oh
Oh Herr, komm uns zu Hilfe, Herr. Du sagst in dein Wort, ohne mich könnt ihr nichts tun, Herr. Im Namen Jesus Christus, Herr. Wir brauchen dein Wort. Wir brauchen deine Kraft. Wir brauchen deine Erkenntnis, Vater. Im Namen Jesus Christus. Mendare bariasha. Ibo katori bakaro seteria baba. Mandori bakaro seteria baba. Me baba baba. Eba sotori bakaro bos. Iba baba baba baba. Eba katori bakaro bosse. Oh Herr, wo soll ich mich wenden? Vater, nur bei dir habe ich die Zuversicht. Nur bei dir habe ich die Kraft. Nur bei dir, Vater, bin ich geborgen. Nur bei dir, Herr. Halleluja, Vater. Wenn meine Feinde mich umringen, wenn meine Feinde mich umringen, oh, ich schreie zum Herrn und der Herr kommt mir zu Hilfe. Wenn, Halleluja, jede mögliche Werke, der Weg des Welt der Finsternis mich umringen, oh Vater, im Namen Jesus Christus, ich werde nicht sterben, ich werde leben, ich bin berufen, um Zeugnis abzulegen, im Namen Jesus, mein Leben soll ein Zeugnis werden, Herr, mein Leben soll ein Zeugnis werden, Herr, mein Leben, Katarabakarius, Ibabababa, Santo di Bacor, di Baba, Mesoto di Bacar, Yoshe, oh, Mandaraba, Seterebus, Ibacato di Bacarose, Mandori Bacaria, Shatarababa, Eba Baba Baba, Ebo Santo Ribaba Baba, Icatori Bacaro, Seteria Baba, Mesato di Bacarobose, Mandori Bacarobose, Mandari Bacarobose, Teria Baba, Ehebe, dies Hallelujah, Heilige Geist, komm und führe mich her, Heilige Geist, komm und zeig mir den Weg. Heilige Geist, komm und offenbar mir den Meister. Im Namen Jesus Christus. Eba Sotoriaba. Iba Kandoreba Karobose. Mandoriba Baba. Offenbar dich, Herr. In mein Haus, Herr. In mein Leben, Herr. Halleluja, Herr. Deine Gegenwart ist mir wichtig, Herr. Oba Baba Baba. Iba Kandoriba Karobose. Mandoriba Yoshe. Maba Baba Baba. Meba Baba Baba. Me Kandoriba Rose. Teria Baba. Iba Satarababa, Iba Sotorebaba, Eba Katoriba Karobo Seteria Baba, Eba Baba Baba, sag Herr, reinige den Boden meines Lebens, reinige den Boden meines Lebens, Herr, reinige den Boden meines Lebens, Herr, reinige die Fundamente meines Lebens, Herr, Halleluja, Halleluja, es soll keine Falschheit in den Fundamente meines Lebens geben, Herr, Vater, reinige die Fundamente meines Lebens, reinige, Herr, entferne, Herr, alles, was dir nicht gehört. Entferne, Herr, im Namen Jesus Christus. Yondo reba baba ba. Iba kato riba karo bose. Mando riba karia baba baba. Menda robo koria baba ba. Im Namen Jesus Christus. Halleluja. Halleluja. Oh, Gott ist gut. Gott ist in Bewegung. Ich danke den Herrn, dass er da ist. Halleluja. Vater, du bist da. Tu deine Werke in jeder Einzelnen. Tu deine Werke in meinem Bruder, in meiner Schwester heute noch. Heute noch, heute noch. Es steht geschrieben in Jesaja 54, ab 16. Er sagt, siehe, ich habe den Schmied gemacht, der das Kohlenfeuer anbläst und eine Waffe hervorbringt nach seinem Handwerk. Und ich habe auch den Zerstörer gemacht, um zu vernichten. Keine Waffe, die gegen dich geschmiedet wird, soll es gelingen. Und alle Zunge, die sich gegen dich vor Gericht erheben, sollst du schuldig sprechen. Das wollte ich mal lesen. Alle Zungen, die sich gegen dich vor Gericht erheben, soll dich schuldig sprechen. Das erinnert mich an Zacharia Kapitel 3, wo Zacharia wo der Josua stand vor dem Thron Gottes und der Satan klagte ihn an. Und der Engel Gottes sprach Satan, Gott schelte dich. Schelte dich, warum? Weil Gott, was Gott gerecht gesprochen hat, kann keiner als ungerecht behandeln. Im Namen Jesus. Deswegen, jede Zunge, der gegen dein Leben gerichtet ist, darf du schuldig sprechen. Ich sage dir, jede Plage in dein Leben, was Satan bringt, ist illegal. Amen. Jede Plage Satan in dein Leben, darf du als illegal bezeichnen. Deswegen willst du beten und sagen, jede Plage in mein Haus, jede Plage in meinem Körper, jede Plage in meiner Seele, jede Plage in meinem Geist, was Satan gebracht hat. Ich spreche euch im Namen Jesus illegal. Ihr dürft nicht in mein Haus, ihr dürft nicht in mein Leben, ihr dürft nicht in der Gemeinde.
Geh raus im Namen Jesus, denn ihr seid illegal in mir. Ihr seid illegal in mein Haus. Denn Jesus Christus in mir, die Hoffnung der Herrlichkeit. Er hat mich erlöst, er hat mich erkauft, er hat mich errettet, er hat mich freigesprochen. Jesus hat dich freigesprochen vom Tod, hat dich freigesprochen von jeder Anschuldigung, für jede Anklage, von jeder Werke Satan. Jesus hat uns am Kreuz gelöst. Aber Satan möchte uns schuldig sprechen. Wir sagen, deine Anschuldigungen sind illegal, Satan. Illegal. Er sagt, es gibt keine Verdammnis mehr für die, die in Christus sind. Satan kann dich nicht mehr verdammen. Jede Schuldschrift, was gegen dich sprachen, sind zerrissen worden. Deswegen jede Anschuldigung oder jede Anklage, die kommt, du sollst die als illegal sprechen. Amen. Du darfst die als illegal durch das Blut des Lammes sagst, deklarierst du alle Wörter, alle Flüche, alle Blockade, alle Hindernisse, alle Krankheiten, alle Müdigkeiten, alle Anklage Satan. Ich spreche euch für nichtig, denn ihr seid illegal in mein Haus, illegal in mein Leben, illegal in die Gemeinde. Denn ich bin in Christus gestorben und mit ihm auferstanden. Und der Tod, der hat keine Macht mehr. Der Tod gemäß Römer 7, wenn ein Mann eine Frau gestorben ist, Halleluja, die ist von jeder Ehe gelöst. Amen. Oder wenn der Ehemann gestorben ist, die Frau ist gelöst von der Bindung der Ehe. Deswegen, wir waren in Ehe mit Satan, mit Krankheiten, mit allen möglichen Werken, die aus der Sündefall der Menschen kamen. Aber seit dem Tag, wo wir bekehrt sind, wir sollen sagen, wir sind mit Jesus Christus gestorben, alle Plagen sind mit ihm gestorben, alle Schulden sind mit ihm gestorben, alle Anklagen sind mit ihm gestorben. Im Namen Jesus Christus, lass uns beten. Halleluja. Mare ba 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 Sheteria ba 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 Ye ba 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 Yendo riba karobo sete Jonas das Mikro Korea ba 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 Jede Schuld ist zerstört. Jede Anklage ist zerstört. Jede Blockade ist zerstört. Wir sprechen euch Halleluja von illegal. Ihr seid illegal in die Gemeinde. Ihr seid illegal in mein Haus. Ihr seid illegal. Jede böse Gedanke, jede Anklage Gedanke. Ihr seid illegal. 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 Jede Dämonen in der Gemeinde, in dem Leben meiner Schwester und Bruder. Ihr seid illegal. Ihr seid illegal. Ihr habt nichts mehr da zu suchen. Packt eure Werke. Denn Jesus Christus hat uns gerecht gesprochen. Ihr seid illegal. Jede Lüge Satan ist illegal. Jede Blockade Satan ist illegal. Ist illegal in mein Haus, in meine Kinder, in meine Frau. Jede Werke Satan sind illegal. Im Namen Jesus Christus. Gloria baba baba. Iba soto riba karose. Mando reba karobos. Iba baba baba. Iba kato riba katosha. Iba baba baba baba. Sagt, diese Depression ist illegal. Ist illegal. Diese Krankheit ist illegal. Im Namen Jesus Christus. Ihr seid illegal. Geh aus meinem Haus. Geh aus meiner Familie. Ihr seid illegal. Ihr habt keine Anrechte mehr. Masoto reba baba. Über Hexerei ist illegal. Hexewerke sind illegal. Okkulte Werke sind illegal. Satanische Werke sind illegal. Dämonische Werke sind illegal. Die sollen dich verlassen. Angst raus. Fuß raus. Im Namen Jesus Christus.
Krankheit ihr seid illegal. Jeder Dämon, ihr seid illegal. Jeder böse Werk des Satan, ihr seid illegal. Ihr seid illegal. Ihr seid illegal. Pack eure Koffer. Geh, 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 geh. Krebs, du bist illegal. Krankheit, ihr seid illegal. Masoto ribaba, iba koto rebaba, iba soto ribaka rose, iba baba baba baba, iba soto ribaka rose, me baba baba baba. Ihr seid illegal. Ihr seid illegal. Ihr seid illegal. Ihr seid illegal. Jeder dämonische Werke ist illegal. Ich spreche euch illegal. Ihr habt nichts mehr zu tun. Ihr habt keine Boden mehr. Ihr habt keine Kraft mehr, mein Leben. Komm raus. Verlasse jetzt. Verlasse jetzt. Verlasse jetzt. Ihr seid illegal. Im Namen Jesus. Wir öffnen unsere Bibel in Jesaja 6. Korea baba 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 shatarraba karya shatori baba 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 shetere bossa o baba 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 sitere bekeria baba 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 Jesaja 6 ab Vers 1. Im Todesjahr des Königs Usia sah ich den Herr sitzen auf einem hohen und erhabenen Thron und seine Säume erfüllten den Tempel. Seraphim standen über ihm. Jeder von ihnen hatte 6 Flügel. Mit 2 bedeckten sie ihr Angesicht, mit 2 bedeckten sie ihre Füße und mit 2 flogen sie. Und einer rief dem anderen zu und sprach: Heilig, heilig, heilig ist der Herr, der Herrscher. Die ganze Erde ist erfüllt von seiner Herrlichkeit. Da erbebte die Pfosten der Schwellen von der Stimme des Rufenden und das Haus wurde mit Raub erfüllt. Da sprach ich: Weh mir, ich vergehe, denn ich bin ein Mann mit unreinen Lippen und wohne unter einem Volk, das unreine Lippen hat. Denn meine Augen haben den König, den Herr der Herrscher gesehen. Da flog ein Seraphim zu mir und es hielt eine glühende Kohle in seiner Hand, die er mit der Zange vom Altar genommen hatte. Und er berührte meinen Mund damit und sprach: Siehe, dies hat dein Lippen berührt. Deine Schuld ist von dir genommen und deine Sünde gesühnt. Und ich hörte die Stimme des Herrn fragen: Wen soll ich senden? Und wer wird für uns gehen? Da sprach ich: Hier bin ich, sende mich. Halleluja. Ein wunderbarer Text, wo Jesaja erlebte die Gegenwart Gottes. Aber wann geschah das? Nach dem Tod von einem wichtigen Mann, der König Usia. Wenn wir diesen Text lesen, wir können erkennen, solange der König gelebt hatte, wäre es fast unmöglich, dass Jesaja so eine Erscheinung hat. Und diese Erscheinung zeigte 3 oder 4 Dinge. Erstens, die Herrlichkeit Gottes sah er. Das ist sehr wichtig. Und ihr werdet merken, jedes Mal, wo Menschen in Begegnung mit der Herrlichkeit Gottes kommen, wenn du in Begegnung mit der Herrlichkeit Gottes kommst, eine der wichtigen Dinge, was du siehst, ist alles, was in dir schmutzig ist. Ist alles, was dich bremst und blockiert, Gott zu dienen. Ist alles, was dich hindern kann, effizient mit Gott dich zu bewegen. Und Jesaja schrie laut: Ich vergehe. Weh mir, ich vergehe. Denn ich bin ein Mann mit unreinen Lippen und wohne unter einem Volk, das unreine Lippen hat. Deswegen sagt er: Ich vergehe. Was bedeutet ich vergehe? Ja? Ich sterbe. Was bedeutet ich vergehe? Weh mir, ich vergehe. Wie kann man das interpretieren? Ich kapituliere. Ja, ich kann nicht bestehen. Weh mir, ich vergehe. Er hat so die Erscheinung Gottes erlebt. Und er sieht, bin nichts. In dem Zustand, wo ich bin, ich kann nicht bestehen.
in dem Zustand, wo ich bin, wo ich ihn sehe, ich kann nicht bestehen. Ich bin ein Mensch, der unreine Lippen, und ich wohne wo? Mitten unter ein Volk, der unreine Lippen hat. Was tat der Engel Gottes? Der nahm ein glühender Kohle von wo? Vom Altar Gottes. Das bedeutet, auf dem Altar Gottes brennt Feuer. Wir haben gesehen, als Elia den Altar Gottes baute, der Altar bestand aus Steinen, aus Holz, aus Opfer und Feuer. Und die Steine, die im Altar waren, wie viele Steine war das? 12 Steine repräsentiert die Stämme Israel. Er nimmt einen dieser Steine, legt ihn im Mund von Jesaja. Warum? Er bekannte, meine Zunge, meine Lippen sind unrein. Erst nachdem Gott ihn gereinigt hatte, stellte Gott die Frage, wen sollen wir senden? Nicht davor. Ich bin Gott begegnet, er hat mir gesagt, geh durch die Nation, tu das. Wenn jemand Gott begegnet, die nächste Zeit, ich denke, er wird kaum essen. Wenn du richtig diese Erscheinung, die hier beschrieben ist. Mose ist Gott begegnet. Wie lange war er in der Gegenwart Gottes? Ja, 40 Tage. Das Essen spielte keine Rolle mehr. Der Gegenwart Gottes ist die Nahrung. Der Gegenwart Gottes ist die Kraft. Der Gegenwart Gottes ist die Herrlichkeit. Der Gegenwart Gottes hier? Ist die Herrlichkeit Gottes hier? Was ist ein Zeichen, dass die Herrlichkeit Gottes hier ist? Was ist das Zeichen, dass es gibt Versammlungen, wo der Heilige Geist nicht da ist? Wo die Herrlichkeit Gottes nicht da ist? Es gibt solche Versammlungen. Du hast den Geist in dir, du fühlst, hier ist nicht die Herrlichkeit Gottes. Du hast Lust wegzugehen. Du kommst in eine Versammlung, der Geist Gottes ist in dir, aber du spürst, in dem Raum ist die Herrlichkeit Gottes nicht. Deswegen, wenn wir irgendwo betreten, wir betreten nicht emotional. Wir betreten mit dem Geist. Bevor wir Emotionen manifestieren, wir wollen erstmal mit dem Geist jeden Ort betreten. Weil durch den Geist, ich habe den Maßstab durch den Geist. Ich messe, ob die Gegenwart Gottes da ist, nicht durch mein Wissen, nicht durch meine Erfahrung, nicht durch meine Gefühle. Ich fühle, nein, durch den Geist Gottes in mir. Und durch meinen Geist, der mit dem Geist Gottes vereint ist oder in Verbindung ist. Denn der Geist bezeugt zu meinem Geist, dass ich ein Sohn Gottes bin. Der Geist bezeugt zu meinem Geist, dass die Herrlichkeit Gottes in diesem Ort ist. Und wenn die Herrlichkeit Gottes in einem Ort ist, alle, die nicht bereit sind, Buße zu tun, alle, ich sage so, wir werden ab morgen Befreiungsseminar starten. Morgen, wir werden die Einführung in Befreiung hören. Samstag, wenn wir über den Menschengeist reden. Menschengeist und tote Menschengeist. Wisst ihr den Unterschied zwischen Menschengeist und tote Menschengeist? Es gibt Menschengeist, die sind Menschen wie du und ich, die leben. Okay? Komm mal, Bruder. Du siehst, der Bruder erlebt und ich lebe. Aber ich bin bewusst im Hexerei. Durch meine bewusste Hexerei, ich kann mich astral im Inn projizieren. Okay? Ich kann mich astral im Inn projizieren, seine Gedanken kontrollieren, in Selbstmordgedanken einpflanzen, Hassgedanken, Zorn,
plötzlich rastet er aus. Dann habe ich das getan. Er versucht, jemanden zu erwürgen mit Zorn. Und dann lässt er. Menschengeist der Hexerei. Menschengeist, du warst mit ihm verheiratet. Er war in Hexerei. Du lebst dein Leben weiter, aber in deiner neuen Ehe, der kontrolliert dich. Da sind Menschengeist, Leute, die sich astral projizieren in andere Menschen oder in Ortschaften. Dann gibt tote Menschengeist. Es sind Geister von Menschen, die gestorben sind. Und die leben weiter in andere Personen, besonders in der Familie. Ihr werdet sehen, Familie, wo man viel Hexerei getrieben hat. Okay? In der Vergangenheit, die Oma, die U-Oma haben Hexerei getrieben. Wenn die Person die Hexerei treibt, wie ist ihre Seele? Erfüllt mit Hexerei. Ihr Geist, Hexerei. Ihr Körper, Hexerei. Jemand, der Hexerei bewusst treibt, er geht nicht zum Herrn, wenn er stirbt. Nein. Wir werden das morgen, Samstag sehen. Er kann sich weiter projizieren in der Person. Und Satan, wenn diese Person stirbt, Satan kann den Geist der Person weiter in die Familie benutzen, um die Familie weiter in Hexerei und Okkultismus zu gehen. Deswegen seht ihr, jemand in einer Familie, plötzlich hat er Lust, Muslim zu werden. Das sind die Werke der Hexerei. Plötzlich hat er Lust, in Esoterik zu gehen. Warum geht er in Esoterik? Warum? Weil hinter seiner Linie gab Leute, die in Hexerei waren. Okay? Nur der Geist der Familie zieht ihn hinein, in Esoterik zu gehen, damit die Werke der Hexerei vorgesetzt werden. Okay? Oder jemand plötzlich sagt, ich bin kein Mann mehr, ich bin Frau. Warum? Weil die Werke der Hexerei von Generation zu Generation versucht, Menschen in Perversion gegen Gott zu gehen. Ungehorsam gegen Gott zu gehen. Böse gegen Gott zu handeln. Deswegen, solche Menschen gehen nicht im Himmel. Wenn die sterben, der Körper geht am Boden, die Seele geht in einen Ort der Qual. Die haben keine Ruhe dort. Aber der Geist kann sich weiter bewegen in der Welt. Okay? Der Geist, der Verstorbene, der im Hexerei war, kann sich weiter bewegen. Deswegen, ihr seht, Leute, die Okkultismus treiben, um mehr Kraft zu haben, die gehen, warum gehen die in Friedhof, um Rituale zu machen? Weil die toten Geister bewegen sich oft in Friedhöfe. Und die fangen die, und durch den toten Geist kann man Menschen kontrollieren. Deswegen siehst du, du kommst in eine Stadt, Leute sind wie gelähmt, wie tot, Alkoholiker, die laufen wie Zombies. Der tote Geist in der Region, tote Geist. Und Regionen, wo viel Blut geflossen ist. Ich habe mal vor 12 Jahren eine Frau empfangen, die war tief im Katholizismus. Die kam aus Kamerun, die ist nach Auschwitz gegangen. Die sagt, in Auschwitz. Ach, die Polen müssen mich entschuldigen, gell? Ja, die sagt dort, die hat die Stimme der Verstorbenen gehört. Die hat Verstorbenen gehört, die ihr gesagt hat, geh und sag meine Familie das. Geh und sag und so weiter. Ich habe die Frau als verrückt. Aber es ist die Realität. Ihr seht manchmal, man sagt, Hockenheim, Richtung irgendwo an der Kreuzung, passiert immer Unfälle. Habt ihr schon solche Orte erlebt? Immer Unfälle, schlimmere Unfälle, Menschen sterben dort. Habt ihr euch gefragt, warum? Es gibt Orte, die Altäre geworden sind, wo Blut immer fließen soll. Blut muss immer dort fließen. Bis irgendwann die Gemeinde gegen diese Altäre betet, ihr werdet merken, die Unfälle werden stoppen an diesem Ort. Denn es gibt Geister, die kommen an solche Orte, um Blut zu nehmen, Blut zu verlangen, Blut zu verlangen, Blut zu verlangen. Und einmal pro Woche, Unfall, jemand ist gestorben, Richtung Frankfurt, an selber Stelle, immer Unfall, immer Unfall. Ich kenne einen Ort in Kamerun, die Behörden waren sehr, sehr schlau. Die haben 666 dort versteckt. Und dort
jedes Jahr mindestens 50 Unfälle. Und Unfälle nicht mit einem Tod, zwei Tod, drei Tod, mehrere Tote. Und das ist kein Zufall. Die wissen, dort haben wir die Quelle der Seele. Wir können dort Seele fangen. Habt ihr in der Bibel Satan als Seelefanger gelesen? Ja. Habt ihr in der Bibel Satan als Seelebetreiber, Verkäufer von Seele? Lest mal das Buch von Offenbarung 17, 18. Ihr werdet merken, man redet Satan, man spricht über Satan als Seele. Die Bibel hat so viele versteckte Dinge. So viele Dinge, die wir überlesen, weil wir schnell lesen. Okay? Wenn wir sterben, wir, die mit Gott unterwegs sind, wir werden nicht den zweiten Tod erleben. Wir werden die erste Auferstehung erleben. Wir werden es erleben. Aber dein Leben muss mit Gott in Einklang sein. Wir werden am Sonntag, Leute haben gefragt, wir hören immer von Marinengeist. Was sind Marinengeister? Marinengeist, ich habe verschiedene Marinengeister. Man redet von der Leviathan, man redet von der Nixen und so weiter. Man redet von der Meeresjungfrau, man redet von der geistige Ehemann und Ehefrauen und so weiter. Aber am Samstagmorgen 9.30 Uhr, wir reden über Menschengeister. Damit Leute Erkenntnis haben. Wenn ich für jemanden bete, ich sehe diese Bewegung, ich werde erkennen, hier ist ein Menschengeist, hier ist der Geist der Hexerei, hier ist, wir haben oft für Leute gebetet, plötzlich ist diese Dunkle weg und überall weiß da drin. Habt ihr das schon gesehen, ne? Das hier komplett weiß. Es schaut so, ist weiß. Der Schwarz ist weg. Das muss ihr in der Lage sein zu wissen, was für Geist, mit welchem Geist ihr zu tun habt. So könnt ihr die Befreiung beschleunigen. Wenn ihr weiß seht, das hat zwei Bedeutungen. Entweder ist die Person selbst in Hexerei und ist astral gewandert während der Befreiung. Warum wandern Leute astral während der Befreiung oder gehen aus ihrem Körper während der Befreiung? Um zu vermeiden, dass die Kraft Gottes die berührt. Und da hast du manchmal weiß, weil der Menschengeist im Vordergrund ist und die Seele der Person im Hintergrund. Und wenn es so ist, wir müssen die Person rufen, die Person muss wachsam sein. Weil solange die Person im Hintergrund, können wir die nicht erreichen. Der Geist wird weiter blockieren. Deswegen muss man rufen, dass die Person im Vordergrund mitbete, Jesus rufe, den Namen Jesus proklamiere, den Sieg Jesus proklamiere, die Kraft Jesus proklamiere. Und je mehr die Person proklamiert, desto schwächer wird dieser Geist und er muss ausfahren. Es sind Erkenntnisse, die wir brauchen als Gemeinde. Wir reden über solche Sachen, weil Gott uns diesen Auftrag gegeben hat, Menschen zur Erkenntnis zu führen. Der Geist der Finsternis ist real. Es ist real. Die betrügen, die verführen, die manipulieren, die belügen, die zerstören, die töten. Die haben diesen Auftrag von Satan bekommen. Und wir wissen, Satan ist am Kreuz besiegt worden. Aber wir haben den Auftrag bekommen, ihn in jedem Mensch zu entmarkten, in jedem Mensch rauszuschmeißen, seine Wege. Wenn Leute sich bekehren, die kommen mit zerbrochenen Herzen. Die kommen mit zerspalteter Seele. Die kommen mit kaputten Körper. Die kommen mit falschen Erbschaften. Glaub mir, diese Sache verschwindet nicht bei der Bekehrung. Nein. Deswegen haben wir den Auftrag gegeben, wir kommen, treibt Dämonen aus. Heilkranken. Setzt die Gefangene frei. Aber die Frage ist, jemand, der Jesus als Erlöser nicht errettet empfangen hat, wir können ihn nicht befreien. Bevor du befreit bist, du musst bekehrt sein. Amen. Wenn du dich nicht bekehren kannst, wie kann man befehlen im Namen einen Gott, den du nicht glaubst? Ist unmöglich. Aber manchmal, die Evangelisten haben diesen Auftrag, Leute kommen zur Evangelisation, hören und die öffnen ihre Herz, die werden befreit. Okay, es gibt Ausnahmen,
bei der Befreiung von Ungläubigen. Aber die Befreiung ist für gläubige Christen. Ich fordere jeden Mann Gottes in dieser Nation oder jede Person, der sagt, wir dürfen Christen nicht befreien. Wen sollen wir dort befreien? Wenn wir nicht Christen befreien dürfen, wen sollen wir befreien? Leute der Welt. Ruf mal eine Hure. Ruf mal einen Satanist hier, der Befreiung braucht. Und er lehnt Jesus Christus ab. Du wirst Jahre da beten, die Dämonen werden nicht rausgehen, weil er Jesus nicht empfangen hat als Erlöser und Erretter. Aber ab dem Moment, wo er bekennt, dass Jesus der einzige wahre Gott ist, sein Herz ist frei, sein Körper ist frei, seine Seele ist frei, um die Freiheit zu empfangen. Halleluja. Es ist unser Auftrag. Wir werden erkennen morgen, für wen ist die Befreiung? Wer darf befreien? Das müssen wir. Und wie befreien wir? Amen. Wer darf befreien? Für wen ist die Befreiung? Wie befreien wir? Wenn du für jemanden betest, mach die Augen nicht zu bei der Befreiung. Wenn du betest, kannst du die Augen zumachen. Aber wenn bei der Befreiung du die Augen zumachst, du wirst merken, du bist schon im Wasserturm. Man hat dich geschleudert, du bist im Wasserturm. Ja, die haben Kraft, Leute. Oder hier, bekomm einen auf der Faust. Oder plötzlich, jemand gibt dir einen Kopfnuss. Wir haben schon erlebt, jemand mir einen Kopfnuss geben wollte. Im Namen Jesus bin ich. Das ist kann nicht die Person, sondern der Geist in der Person möchte dir wehtun. Oder die jagen dir Angst. Deswegen müssen wir die Person immer unter Augen halten. Wenn einer schaut und gebietet, die anderen sind da im Namen Jesus, im Namen Jesus. Und die anderen sind da, Vater, schick deine Engel, Vater, wir bauen eine Sperre rum um dieses Haus. So geben wir Befreiung. Nicht einer sagt, geh raus, ich schicke dir Feuer. Der andere sagt, ich schicke dir Blut. Der andere sagt, ich schicke dir Wasser. Er sagt, okay, wem soll ich? Wasser, Blut, Feuer, okay. Wasser ist besser, ich gehorche Wasser. Nee, Befreiung geht nicht so. Das eine gebietet Feuer, der andere gebietet Blut, der andere gebietet Wasser. Der Dämon, der sagt, Wasser, Blut, Feuer, Wasser, Blut, Feuer. So machen die. Aber wenn einer sagt, hey, bekomm jetzt Feuer, die anderen sagen, ja, Feuer, bekomm jetzt Blut, ja, Blut. Die bestätigen, die bestätigen, die bestätigen. Okay? Und dann andere, Frau Rababa, Shatarababa, Shekeribaba, Vater, sperr diesen Ort, sperr diesen Ort, sperr. Warum sollen wir das Ort sperren? Weil, wenn es der Geist der Okkultismus oder Hexerei, er wird irgendwann nach Hilfe suchen. Antenne, hier, Antenne. Er wird Antenne oder durch die Haare sich irgendwo verbinden. Wenn jemand hier dieselbe Geist wie er hat, er will sich verbinden und die werden die Befreiung blockieren. Wenn jemand irgendwo am Laufen ist, dieselbe Geist hat wie Sirenegeist oder Hexerei, die werden sich verbinden. Deswegen, wir müssen den Ort unter Kontrolle durch das Blut des Lammes. Wir sagen, Herr, schick deinen Engel, dass dieser Ort versiegelt ist. So können Geister sich nicht verbinden, nicht kontrollieren und so. Und wir müssen keine Angst haben, dass wenn ein Geist hier rauskommt, er wird in jemand hier. Nein. Wenn du hier bist während der Befreiung und du weißt, du betrügst gerade deine Frau, geh raus. Wenn du hier während der Befreiung, du lebst in sexueller Sünde, bewusst, geh raus. Versteht ihr? Wenn man jemanden von Dämonen befreit und du bist hier, du hast deine Frau betrogen und du willst nicht Buße tun, die kommen sofort in dir. Sofort. Okay? Aber sonst dürfen die nicht in Leute hineingehen. Nur wenn jemand hier, er wurde gewarnt, er ist weiter in sexuelle Sünde oder er treibt bewusst Hexerei, er will nicht umkehren. Es gibt Leute, die kommen sogar in Befreiung, um Dämonen zu saugen. Habt ihr das schon erlebt? Wir haben das mehrere Mal erlebt. Leute kommen um Dämonen. Wir haben eine Frau erwischt, die sagt, die geht vom Befreiungsseminar, um Dämonen zu saugen. Die sagt, je mehr Dämonen, desto mehr mächtiger bin ich. Und an diesem Tag, die Kraft Gottes hat sie erwischt, die hat Buße getan. Die hat sie bekehrt, die wurde von Hexerei befreit. Und das habe ich zweimal erlebt. Ich habe erkannt, es gibt Leute, die kommen manchmal, um Dämonen zu saugen. Wie Leute im Friedhof gehen, um die Geister der Tode
Du willst sagen, der Mann, was spinnt, was erzählt er da? Je mehr du den Herr dient, desto mehr offenbart dir manchmal den Herr Sachen, wie normale Menschen nicht begreifen können. Nicht mit Verstand kannst du solche Sachen nicht verstehen. Du sollst den Herr vertrauen. Du sollst den Herr vertrauen. Deswegen nicht jeder Mann Gottes öffne uns seine Tür, weil mit solchen Sachen kommen die nicht klar. Syrenergeist, was ist ein Syrenergeist? Menschengeist, was ist ein Menschengeist? Ist nicht Bibel. Alles ist in der Bibel. Mit Beweisverse und alles ist in der Bibel. Deswegen, wir werden morgen anfangen, 19 Uhr. Und dann werden wir Samstag um 9.30 Uhr, um Sonntag um 9.30 Uhr da sein. Seht Leute, es ist wie eine Lehre. Jeder wird was nehmen, damit aus uns mehrere Leute entstehen, die andere befreien. Dieser Befreiungsdienst ist sehr wichtig für die Gemeinde. Es gibt keine Erweckung ohne Befreiung. Wenn Erweckung irgendwo startet, du wirst merken, Dämonen werden ausgetrieben, Kranken werden geheilt, zerbrochene Herzen werden. Es gibt nicht keine Erweckung. Die letzte Erweckung der Gemeinde ist nicht ohne Befreiung. Du wirst nicht diese Endzeiterweckung ist nicht ohne Befreiung. Warum? Weil die Werke der Finsternis haben die Gemeinden so unter Kontrolle, dass Menschen aufstehen sollen mit Vollmacht, um dagegen einzutreten. Gott braucht Menschen, die mit Vollmacht eintreten, die Gott vertrauen, die bewusst unterwegs sind mit dem Herrn, die ihre Identität kennen. Gott braucht Menschen, die konfrontieren können, die keine Angst haben von den Werken der Finsternis, weil die vertrauen, ich kämpfe nicht allein, Gott kämpft mit mir, die Engel Gottes ist da. Nachdem ich befreit bin, ich gehe nach Hause, trinke meinen Kaffee, esse meinen Kuchen und schlafe. Ohne Sorge, ohne zu denken, nein. Ich bin ein Krieger des Reich Gottes. Du bist ein Krieger des Reich Gottes. Du bist ein Chef in der Armee Gottes. Du brauchst dich nicht zu fürchten. Die fürchten dich mehr, als du denkst. Ich habe Pastoren gehört, ja, fass nicht den Mund an. Wenn du ihn anfasst, die werden dich so, ich sag, ab dem Moment, wo du denkst, dass Dämonen uns angreifen, weil wir die angreifen. Du bist schon unter dämonischen Angriffen. Also dämonische Denken. Wir haben Vollmacht bekommen. Wie werden wir unsere Geschwister freisetzen, wenn wir nicht wagen, wenn wir nicht mutig sind? Ich habe angefangen, Dämonen auszutreiben. Ich war Baby im Glaube, im Geist sogar. Aber Gott sagte, geh. Ich gehe jemanden besuchen, wir singen. Plötzlich seine Tochter fällt am Boden. Die Eltern waren 50, ich war vielleicht 26. Die sind weggeflogen und haben die Tür zugemacht. Ich war allein da mit ihrer Tochter. Du bist bei jemandem zum Besuch. Er flieht weg mit seiner Frau. Er schließt sogar die Tür. Und du bist da allein. Ich habe gekämpft. Das Mädchen hat mich verfolgt im Haus. In Namen Jesus. Und die wurde befreit. Ich hatte keine Ahnung von Befreiung richtig. Und dann kommt eine zweite, dann dritte. Und Leute fingen an, von überall anzurufen. Weil Leute in Not sind. Es gibt Leute hier, oder Leute, die du befreit hast. Ohne sie befreien, wären sie heute tot. Versteht ihr? Wir unterschätzen diesen Dienst, aber es gibt Menschen, die wären schon tot, wenn die nicht befreit wären. Es gibt andere, die hätten schon Unfälle. Und schwer behindert, wenn ich befreit werde. Es gibt Leute, die tragen Samen, die von einer fernen Vergangenheit kommen. Und die sind in der Gemeinde, die schaffen nicht mehr zu beten. Die schaffen nicht mehr, die Bibel zu lesen. Die schlafen nicht mehr in der Nacht. Warum? Weil man die nicht befreit hat. Weil man die nicht erlöst hat. Es gibt Ehe, die gehen kaputt, weil zwischen dem Ehepaar ein Dämon steht. Die Frau sagt A, der Mann hört B. Der Mann sagt A, die Frau hört C. Er verdreht die Worte. Und so entstehen immer Kämpfe in der Ehe. Zum Schluss, eine Frau, eine Ehe war dabei, sich scheiden zu lassen. Warum? Der Mann wollte immer Sex mit seiner Frau haben. Jedes Mal, wo er ins Bett ging und Sexualität hat, die Frau hatte starke Schmerzen in der Unterleib. Ich meine Schmerzen, die schrie von Schmerzen. Solange die keinen Sex hatten, hatten sie keine Schmerzen.
Und das ging immer so. Irgendwann wollte die Frau nicht mehr Sex mit ihrem Ehemann. Nimm dir an, du lebst mit einer Frau 5 Jahre keine Sexualität. Ich denke, wenn du hier bist, du lebst 1 Woche, 2 Wochen, 3 Wochen ohne Sexualität, es gibt ein Problem in deiner Ehe. Sexualität ist der Grundbestandteil deiner Ehe. Versteht ihr? Nicht, ich schlafe nicht mit dir, weil ich dich nicht mag. Nein, du hast verheiratet, dein Körper gehört dir nicht. Du bist ungehorsam der Herr gegenüber. Du bist rebellisch der Herr gegenüber. Wenn du deine Frau, dein Körper ablehnst, wenn du dein Mann, dein Körper ablehnst, du bist ungehorsam der Herr gegenüber. Das ist Rebellion. Egal, ob du die Frau nicht mehr machst oder machst, deine Pflicht, dein Körper gehört ihm. Das ist die Bibel. Entweder willst du die Bibel gehorchen oder deine Emotionen hören, deine Gefühle hören. Hab Gott gesagt, du musst die Liebe spüren, um deinen Mann, mit deinem Mann Sex zu haben. Du musst spüren, dass deine Frau dich liebt, um Sex zu haben. Nein. So kommt Satan und kontrolliert unsere Ehe. Halleluja. Du sollst das brechen im Namen Jesus. Du sollst das brechen im Namen Jesus. Du sollst sagen, meine Frau, mein Körper gehört dir. Mein Mann, mein Körper gehört dir. Ich gebe dir meinen Körper gerne. Und dieser Ehepaar war so im Kampf, dass der Mann gesagt hat, er will eine andere Frau suchen. Jemand hat die beraten, die sind gekommen, wir haben Seelsorgegespräch gehabt. Dann stellten wir die Frau die Frage, träumst du oft von sexuellen Träumen? Die sagt ja. Es gibt einen Mann, er kommt immer in meine Träume, er hat Sex mit mir. Jede Nacht. Ich sage, weißt du, was das ist? Die sagt, nein. Ich sage, du bist verheiratet. Du hast 2 Ehen. Eine unsichtbare Ehe und eine sichtbare Ehe. Und glaub mir, der unsichtbare Ehe, solange dein Mann nicht sein Recht kennt und bekennt und diesen Geist erkennt, der unsichtbare Mann hat mehr Anrechte wie du, wie der lebendige Mann. Warum? Der im Geist regiert, regiert das Sichtbare. Wenn du das Sichtbare kontrollieren möchtest, du sollst im Geist kontrollieren. Und der geistige Mann hat den Vorteil, er kontrollierte die Ehe im Geist. Bis zu diesem Gespräch, wo der Mann Erkenntnis bekam. Die Frau erkannte, dass sie schon verheiratet war bevor dir. Und wie ist die geistige Ehe entstanden? In der Stamm der Frau, wenn Frauen geboren werden oder Kinder geboren, man macht Rituale mit den Kindern. Man wäscht die Kinder. Man ruft Geister. Und so ist dieser Geist in diese Frau und war ihr Ehemann. Die meisten Muslime haben mit diesen Geistern zu tun. Man nennt die Jinns bei den Muslimen. Jeder Muslim kennt, was man die Jinns nennt. Wenn du intensiv in Islam warst, du sollst dich von den Jinns trennen und von der Geist der Hexerei. Islam ist verbunden mit Hexerei. So viel Hexerei in Islam. Fast jeder Schritt in Islam ist Hexerei. Fast jeder. Die Taufe in Islam ist Hexerei. Die Gebete, man ruft Geister, ist Hexerei. Wenn du die Namen der Gebete, die Namen der Geister, die dort gerufen sind in der Islam, wenn du damals Muslim warst, du musst dich lossagen von jedem, von Ali, von Mohammed, von Allah. Allah ist der Geist der Antichrist. Du sollst ihn nennen und sagen, ich sage mich los. Ich sage mich los. Von jeder, ob es 7 Gebete, die so gemacht werden, Rituale mit Blut, mit einem Lamm, wo du deine Hand auf den Kopf der Lamm legst bei der Imam. Du sollst die von der Imam lösen. Von dieser Sache lösen. Alles, was wir an Rituale getan haben, wir müssen uns von Ritualen lösen. Sonst du lebst dein Leben und plötzlich startet das. Du kannst nicht mehr beten, du kannst nicht mehr das. Es ist ein Kampf, die Bibel zu lesen. Weil der Geist, der Islam, kontrolliert noch dein Leben. Wir haben für diese Frau gebetet damals. Wir haben die losgesagt, gemäß Römer 7, von diesem geistigen Ehemann. Die hat sich selbst proklamiert. Ich trenne mich. Ich lasse mich scheiden von der geistigen Ehemann. Von nun an. Und die hat angefangen zu manifestieren. Wie? Schmerzen sind hier entstanden. Die hat angefangen zu schreien. Und der geistige Ehemann hat sich bewegt, ist rausgegangen. Die haben einen Test gemacht, sind nach Hause gegangen, haben Sex gehabt, alles war wunderbar. Nächsten Tag Sex gehabt, alles wunderbar. Übernächsten Tag Sex gehabt, alles wunderbar. Haben probiert und probiert. Oh, er ist weg. Halleluja.
So wurde ein Ehe gerettet, weil ein geistiger Ehemann ausgetrieben wurde. Viele Christen gehen kaputt. Gemäß Ezekiel 16, keiner hat dich mit Salz gerieben bei deiner Geburt. Keiner hat dich mit Wasser gewaschen. Keiner hat dich geschaut mit Mitleid, um dir sowas zu tun. Ezekiel 16. Halleluja. Treib Dämonen aus. Heil Kranken. Setz Gefangene frei. Umsonst habt ihr empfangen. Umsonst gebt ihr weiter. Befreiung ist umsonst. Wenn jemand dir sagt, 3000 Euro diese Stufe von Befreiung, 2000 Euro, 1000 Euro, sagt, ihr seid verflucht. Okay? Wenn jemand euch Geld verlangt, um euch zu befreien, flieh von solchen Orten weg. Wenn jemand sagt, ich prophezei über Leben, aber gib Geld, flieh von solchen Orten weg. Wenn jemand sagt, du musst einen Altar mit Geld bauen, flieh von solchen Leuten weg. Die sind Verkäufer, die sind Verbrecher im Tempel. Jesus hat solche Verbrecher aus dem Tempel rausgeschmissen. Die haben ihre Tische gelegt, die haben verkauft, die haben Taube verkauft. Wisst ihr, was Taube bedeutet? Die haben verschiedene Sachen verkauft. Lies die Bibel, versteht die Bibel. Jesus kam mit einer Peitsche, hat die geschlagen, hat die Tische weg. Es steht geschrieben, mein Haus wird ein Bethaus, aber ihr habt aus diesem Haus ein Einkauf oder irgendwas gemacht. Räubermühle gemacht. Die haben aus deinem Körper Räubermühle gemacht. Nimm die Peitsche Gottes, das ist das Wort, das Schwert, und treib die raus. Treib die aus deinen Gedanken. Die bringen dir selbst mal Gedanken, böse Gedanken, Hassgedanken. Treib die raus aus deiner Sexualität. Die bringen dich in Pornografie. Die geben dir homosexuelle Gedanken, Perversion Gedanken. Treib die raus aus deinen Gedanken. Treib die raus aus deinen Finanzen. Die rauben dich. Du lebst von Armut zu Armut. Du startest ein Projekt, du kommst nicht vorwärts. Jeder Beruf, was du bekommst, du wirst gekündigt. Du wirst immer krank. Kaum bekommst du einen neuen Beruf, du wirst krank, du kündigst. Oder wirst du gekündigt? Sag nein. Ich bin genug im Kreis gedreht. Ich bin genug in die Wüste gedreht. Das reicht jetzt. Heute ist der Tag meiner Erlösung. Heute ist der Tag meiner Heimsuchung. Heute ist der Tag meiner Durchbruch. Ich lehne ab. Ich bin nicht in die Welt gekommen, um andere zu begleiten. Nein, ich bin gekommen, um den Herr mit dem Herr zu wandeln, um durchzubrechen. Von Erfolg zu Erfolg. Von Sieg zu Sieg. Von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Gib nie dein Geld für etwas, was Gott umsonst gegeben hat. Halleluja. Halleluja. Wir stehen auf, wir schließen gleich ab. Danke, Bruder. Halleluja. Oh, der Herr ist gut. Der Herr ist gut. Heb die Hand. Sag, Herr, du bist gut. Ich danke dir für den Seminar, der morgen startet. Herr, ich bin überzeugt, du wirst mir was Gutes erweisen. Ich danke dir schon. Im Voraus. Ich danke dir für den Segen, was in diesen Ort strömen wird. Ich danke dir für die Salbung, für die Herrlichkeit, für die Erkenntnis, für den Sieg, für den Durchbruch. Ich danke dir, denn ich bin deine Gemeinde, bin der Tempel des Heiligen Geistes. Keine Waffe, die gegen mich gerichtet ist, wird gelingen im Namen Jesus. Jede Hexe Werke, jede Hexe Pfeile, jeder Angriff Satan gegen mein Leben, gegen meine Kinder, gegen mein Haus, gegen unsere Ehepartner, werden nicht gelingen im Namen Jesus Christus. Vater, wir nehmen das Schwert und zerstören, Vater, jede Programme Satan, jede Krankheit, jede Müdigkeit, jede Werke Satan, die gegen uns gerichtet sind, gegen unsere Häuser, gegen unsere Familie. Im Namen Jesus, ich proklamiere den Sieg, Jesus, in mein Haus, in meine Ehe, in meine Familie. Ich proklamiere den Sieg, Jesus, in alle Bereiche meiner Bestimmung. Ich proklamiere, ich werde nicht sterben, ich werde leben, ich werde gesund werden, ich werde durchbrechen, im Namen Jesus Christus. Denn Christus in mir, die Hoffnung der Herrlichkeit. Christus in mein Leben, die Hoffnung der Herrlichkeit. Ich preise dich, oh Herr. Ich lobe dich, oh Herr. Ich danke dir für mein Leben, für meine Familie, für meine Gemeinde. Ich danke dir, dass der Jesus, der in mir lebt, ist mächtiger als der, der in die Welt lebt. Vater, begleite mich. Schenk mir deine Gedanken. Schenk mir deine Erkenntnis, deine Einsicht, Herr. Deine Weisheit, Herr.
dass überall, wo ich mich bewege, ich mich mit Weisheit bewege, Herr. Herr, ich möchte dich sehen in alle meine in jeder meiner Bewegung, in alle Bereiche meines Lebens. Vater, wenn ich schlafe, du bist bei mir. Meine Träume sind gereinigt, sind gesäubert. Unreine Träume, ich lehne euch ab im Namen Jesus. Jeder Geist, der versucht, sich mit meiner Seele, mit meinem Geist, mit meinem Körper zu verbinden oder sich astral in mir zu projizieren, ich lehne euch ab. Im Namen Jesus, ich breche jede böse seelische Bindung. Im Namen Jesus, zerstöre jede falsche Seelebindung. Im Namen Jesus, im Namen Jesus, im Namen Jesus. Ich bin in himmlische Region versetzt. Ich sitze auf dem Thron Gottes mit Jesus Christus. Und die Werke der Finsternis sind unter meinen Füßen. Mit Jesus Christus. Im Namen Jesus. Im Namen Jesus. Im Namen Jesus. Im Namen Jesus. Herr, ich danke dir für deine Liebe, für deine Werke. Ich danke dir, dass du aus mir eine wunderbare Kreatur gemacht hast. Ich bin wunderbar, weil der Herr mich wunderbar geschaffen hat. Meine Kinder sind wunderbar. Meine Frau ist wunderbar. Mein Haus ist wunderbar. Im Namen Jesus. Keine Böse darf in mein Haus eindringen, eintreten. Ich schmeiße das Böse aus meinem Haus. Ich schmeiße jeden bösen Fluch. Ich schmeiße jede Blockade aus meinem Haus. Aus der Bestimmung meiner Kinder, meiner Frau. Aus meinem Haus im Namen Jesus. Jede böse Träume, böse Angriffe, böse Werke, böse Menschen, böse Programme, böse Bestimmung. Ich schmeiße raus aus meinem Haus, raus aus meinen Kindern, raus aus meiner Frau. Jede böse Krankheit, verschwinde aus meinem Haus, verschwinde aus meinem Haus, verschwinde aus meinem Haus. Kein starker Mann darf in meinem Haus leben. Kein starker Mann, kein starker Mann darf mein Leben unter Kontrolle haben. Keine Werke der Finsternis dürfen mein Haus unter Kontrolle haben. Mein Haus ist heilig. Mein Haus ist ein Feuer, ist ein Feuer, ist ein Feuer, ist ein Feuer, ist ein Feuer. Jeder Böse, der versuchen wird, mein Haus einzutreten und zu betreten, wird verbrannt werden. Jede böse, böse Macht, böse Kraft, böse Krankheit, Flüche werden verzerrt. Die dürfen nicht an der Fenster, an der Tür, an der Wände, an den Dach, an den Boden meines Hauses, im Namen Jesus, an die Kinder, an meine Kinder, an meine Frau, im Namen Jesus, jede Bosheit verschwinde, jede Böse verschwinde, aus meinem Dienst, aus der Gemeinde Tabernakel Church, jede Böse, jede Bosheit, jede böse Programme, Satan, werden vernichtet, werden zerstört. Im Namen Jesus Christus. Jede böse Zunge wird verzerrt. Im Namen Jesus. Durch das Blut des Lammes. Im Namen Jesus. Mere Baba. Ibora Baba Baba Baba. Iba Sotori Barioche. Makatore Baba Baba. Iba Katori Bakarose. Yeba Baba Baba. Ibo Sandore Bosha. Im Namen Jesus. Herr, erfülle mich mit Zuversicht. Erfülle mich mit Kraft. Ich möchte beständig sein, beständig wachsen, Herr. Stabile bleiben im Geist, in Seele, körperlich. Ich möchte stabile sein im Namen Jesus Christus. Ich nehme deine Barmherzigkeit in mir. Ich möchte barmherzig sein wie du. Ich möchte demütig sein wie du. Ich möchte sanftmütig sein wie du. Ich möchte voller Liebe sein wie du. Ich möchte eine Zunge haben, die zum Segen ist. Halleluja, aber zur Zerstörung des Werkes des Feindes. Halleluja, ich werde nicht meine Zunge benutzen, um meine Geschwister zu verletzen, um meine Geschwister zu fluchen und die meinen Mitmenschen, meine Zunge dient zum Segen, im Namen Jesus. Aus meiner Zunge kommt Leben, im Namen Jesus. Aus meiner Zunge kommt Sieg, im Namen Jesus. Aus meiner Zunge kommt Durchbruch, im Namen Jesus. Aus meiner Zunge, Halleluja. Meine Zunge dient zum Bau des Reich Gottes. Meine Zunge dient zum Bau des Reich Gottes, um zu vernichten des Reich Satan. Meine Zunge dient zum Bau des Reich Gottes, um zu vernichten des Reich Gottes. Ich möchte meine Geschwister sehen, wie du die siehst, Herr. Ich möchte meine Geschwister sehen mit deinen Augen. Mein eigenes Leben mit deinen Augen sehen, Herr. Mein Haus mit deinen Augen sehen, Herr. Die Mitmenschen mit deinen Augen sehen, Herr. Ich möchte hören, wie du hörst, Vater. Ich möchte deine Sprache sprechen, Herr. Deine Sprache, Jesus. Gib mir deine Sprache zu sprechen. Halleluja.
Halleluja. Überall, wo ich mich befinde, ich möchte nicht parteiisch sein, Herr, sondern ich möchte Gerechtigkeit ausüben, Herr. Keine Parteiung, Herr, sondern Gerechtigkeit, Herr, im Namen Jesus Christus. Amen. Der Herr segne euch und begleite euch nach Hause. Bedeckt euch mit dem Blut des Lammes. Geh in Liebe Gottes. Geh in Friede Gottes. Alles ist erfüllt worden am Kreuz Golgotha. Und alles erfüllt sich in dein Leben im Namen Jesus Christus. Alles ist vollbracht am Kreuz Golgotha. Und alles vollbringt sich in dein Leben im Namen Jesus. Dein Leben soll voller Wunder sein und voller Zeichen sein. Dein Leben soll, Halleluja, soll erfüllt sein von der Kraft, von der Gegenwart Gottes. Und alle Plagen, die du bis jetzt hattest, diese Plage werden vergangen sein, im Namen Jesus Christus. Danke, Vater, dass du dein Wort erfüllst und dass du deine Werke ausfüllst in unserem Leben, im Namen Jesus. Amen. Komm gut nach Hause. Could not hold.